So, ihr Lieben, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges zum Schluss. Ich will noch eine ganze Reihe von praktischen Tipps geben, wie es denn wirklich jetzt losgehen kann nach all dem, was wir gehört haben. Einige Dinge waren in den Teachings schon erwähnt, andere gar nicht. Es soll jetzt wirklich ganz, ganz praktisch werden. Wie können wir jetzt starten? Du bist zu Hause in einer Gemeinde oder in einem Hauskreis oder hast einfach nur irgendwie ein christliches Umfeld. Wie kannst du jetzt praktisch beginnen, Menschen in Jüngerschaft zu führen, Menschen zu Jünger Jesu zu machen? Das ist das ganze Ziel dieses Seminars. Natürlich in erster Linie ist es wichtig, dass wir auf uns selber Acht geben und dass wir sagen, okay, wir wollen immer klarer und immer konsequenter wirklich das Leben eines Jüngers führen. Und daraus alleine kommt unsere Vollmacht, unsere geistliche Autorität, dass wir andere da hineinführen können. Du brauchst keine Erlaubnis von irgendjemandem. Du musst nicht eine Berufung von irgendjemandem haben. Du musst nicht einen Schein haben oder irgendein Leiter muss dir sagen, so, jetzt darfst du Jünger machen. Das ist alles nicht so. Jünger machen Jünger. Und das ist der Wille Gottes und du brauchst nichts weiter als das. So, also, stell dir vor, also du bist jetzt zu Hause und da sind Leute, die du kennst, lad die ein zum Mittag, hab mit denen Gemeinschaft und dann rede mit ihnen über Jüngerschaft. Hey, habt ihr überhaupt schon mal nachgedacht über Jüngerschaft? Wisst ihr, was die Bibel über Jüngerschaft sagt? Und dann machst du ein kleines Teaching über Jüngerschaft und nimmst das, was Jesus darüber gelehrt hat, was wir auch gehört haben, und du erklärst, das Einzige, was Jesus will in deinem und in meinem Leben, ist, dass du ein Jünger wirst. Und so wird man ein Jünger. Das kommt nicht irgendwann von alleine zustande, sondern du wirst ein Jünger, indem jemand dich an die Hand nimmt und dich trainiert und durch diesen Prozess hindurchführt. Und wir zeigen aus dem Wort, der einzige gottgemäße, gottgewollte Form von Christsein ist Leben als Jünger. Was anderes war nie geplant. Das ist alles ein schrecklicher Irrtum. Ein Großteil der Kirchengeschichte ist ein schrecklicher Irrtum. Eine Abweichung vom Original. Und wir kommen zurück zum Original und das heißt Jüngerschaft. So, wir erklären das anhand der Schriftstellen, die wir schon uns angeschaut haben. Ja. Und wir dürfen auch ganz konkret fragen, möchtest du das? Möchtest du ein Jünger sein? Ja? Wenn nein, bitte gib mir eine gute Erklärung, warum du das nicht möchtest. Wie kannst du dich Christ nennen und gleichzeitig sagen, die Jüngerschaft ist nichts für mich? Hallo? Ja? Aber da ist dann auch die Grenze. Ja? Also wir fordern heraus, wir ermutigen, wir sagen, wenn das nicht dein Ziel ist, dann bist du weit weg vom Willen Gottes und dabei belassen wir es. Wenn du jetzt Leiter bist in einer Gemeinde, ja, dann predigst du über Jüngerschaft, du rufst zu Jüngerschaft und es werden sich Menschen melden und sagen, ja, ich habe das verstanden, das ist, was ich will. Mit denen fängst du an zu arbeiten. Die anderen schmeißt du nicht raus. Die sind dazu da, dich Geduld zu lehren und die segnest du, die hast du lieb, die bestrafst du nicht, weil die jetzt noch nicht wollen oder weil die überhaupt nicht wollen oder so etwas. Aber du wirst nicht deine Kraft und deine Zeit in diese Menschen investieren, sondern du wirst deine Zeit und deine Kraft investieren in die, die willig sind. Und mit denen arbeitest du. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und es ist sicherlich nicht verkehrt und der Heilige Geist wird das benutzen, immer mal wieder, wenn du einen von den Unentschiedenen triffst, ja, in Liebe. Ach und übrigens, der Herr will, dass du ein Jünger wirst. Ist erlaubt. Ja? Wir rufen Menschen zur Umkehr, das ist unsere Aufgabe. Ja? Aber in Liebe, nicht mit Zorn, nicht mit Liebesentzug oder Bestrafung oder sonst irgendwas. Das ist ganz, ganz wichtig. So, da haben wir jetzt den ersten Kandidaten. Der hat sich gemeldet, du, ich habe es verstanden, okay, und ich will das jetzt. Super. Das Erste, was du tust, ist, du checkst die Voraussetzung. Ist der wirklich bekehrt? Hat der wirklich verstanden, ja, dass jetzt Jesus der Herr ist? Und das kannst du festmachen an der Frage, wie ist sein Verhältnis zur Wahrheit?
finde heraus durch Fragen, wie ist sein Verhältnis zur Wahrheit. Das ist das Grundding, wenn das nicht geklärt ist, dann können wir viel, viel Mühe uns machen, aber es wird keine Ergebnisse haben. Denkt an diese Passage in 2. Timotheus 3, die wir viele Male zitiert haben. Da werden Menschen beschrieben, die offensichtlich sich für Christen halten. Sie haben die äußere Form eines gottseligen Lebens, aber sie verleugnen die Kraft und sie leben wie die Welt nach weltlichen Maßstäben und Ideen. Und dann schaut Paulus sich das an und er analysiert ihre Situation. Er sagt, sie sind von Begierden getrieben. Das Evangelium ist zu herrschen über Begierden. Sie sind Opfer und Untertanen ihrer Begierden. Aber der Kern ihres Problems ist, sie widerstehen der Wahrheit. Und weil sie der Wahrheit widerstehen, egal wie viel sie lernen, egal wie viele Bücher die lesen und wie viele Seminare die besuchen, sie werden niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie können nicht. Sie werden niemals kommen, es sei denn, ihre Haltung zur Wahrheit wird sich radikal ändern und sie werden anerkennen, Jesus ist die Wahrheit, das ist sein Buch, dieses Buch ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er will mich in alle Wahrheit führen. Viele verteidigen ihre Position der scheinbaren Unentschlossenheit. Ja, ich bin so verwirrt. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Und da gibt's die und da gibt's jene. Und da gibt's so viele Bibelinterpretationen. Und jetzt weiß ich gar nicht, an was ich mich halten soll. Und mal mache ich das, mal mache ich das. Hallo. Gott hat den Geist der Wahrheit gesandt. Und jeder, der die Wahrheit wissen will und hören will und der Wahrheit gehorchen will und der sagt, wenn ich nur die Wahrheit weiß, ich werde mich ihr unterordnen, der wird die Wahrheit finden. Ja, es gibt viele Meinungen in der christlichen Welt, aber es gibt eine Meinung vom Himmel. Es gibt eine Wahrheit und diese eine Wahrheit kann man finden. Und jeder, der sie sucht und haben will, wird sie finden. Der Heilige Geist ist dazu da, uns in alle Wahrheit zu führen. Ja, und viele wollen ihren Leben in Kompromisse damit rechtfertigen. Ja, es gibt so viele verschiedene Lehren und so viele verschiedene. Ja, und es gibt eine Meinung, die höher ist als alle anderen Meinungen. Und das ist Gottes Sichtweise. Und Gott ist nicht verwirrt. Gott hat eine Meinung, nicht zwei Meinungen. Er hat eine Meinung, was ist ein Christ, was ist Bekehrung, was ist Taufe, was ist mit dem Heiligen Geist, was ist das Kreuz, was ist Leben in der Wahrheit. Er hat eine Meinung und jeder kann diese eine Sichtweise Gottes finden, der sie finden will. Und wenn diese Haltung der Liebe zur Wahrheit nicht da ist, wenn diese Menschen noch nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, dann können sie und werden sie nicht die Wahrheit erkennen und das heißt, sie werden nicht frei werden. Egal wie viele Gottesdienste und Seminare und Konferenzen sie besuchen, wie viele Predigten sie hören, es ist absolut ausgeschlossen, dass sie die Wahrheit erkennen werden und auch frei werden. So, da werden wir ganz am Anfang ein großes Augenmerk drauflegen und natürlich auch die anderen Dinge, die wir besprochen haben. Wie sieht das mit Taufe aus? Ja? Wie sieht das mit dem Empfang des Heiligen Geistes auch? Ja? Sprachengebet. Und wo da Defizite sind, da lernen wir darüber und holen das nach. So, dann haben wir unseren bekehrten, getauften, geistgetauften, in Sprachen redenden Jünger, der sagt, Jesus ist die Wahrheit, die finde ich in diesem Buch mit dem Heiligen Geist, los geht's. Da sind wir am Start. Das andere sind Startvorbereitungen. Und dann geht's los. Halleluja. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Lasst uns darum beten, dass wir vom Herrn die Kunst lernen, Fragen zu stellen. Wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, Gott ist ein Gott, der Fragen stellt. Und diese Fragen sehen manchmal ganz harmlos aus, aber sie offenbaren unser Herz. Und wir sind die Nachahmer Jesu, wir können auch lernen, Fragen zu stellen. Und dann sehen wir, wo der Betreffende steht und dann wissen wir, wo wir ansetzen sollen. Und dazu gehört auch, dass wir komplett frei werden von Menschenfurcht. Ja? Dass wir nicht Skrupel haben. Ja, sowas fragt man nicht, weil ich weiß ja, diese Frage ist für ihn unangenehm.
Ich will dem ja keine unangenehmen Situationen bereiten. Doch, du musst das. Du musst das. Du musst ihm auf den Zahn fühlen. Du musst klare Fragen stellen, auf die es eindeutige Antworten dann geben soll. Ja, so dann nicht irgendwie eine falsche Vorsicht, eine Vornehmheit oder eine Zurückhaltung. Und ich will ja nicht in sein Leben eindringen. Natürlich willst du in sein Leben eindringen. Du willst seinen Charakter verändern, seinen Lebensstil und seinen Charakter. Das ist, was du willst. Da können wir doch nicht vorne sagen, ja, aber ich muss jetzt vorsichtig sein. Das könnte der falsch verstehen. Zeig dein Herz, du hast ihn lieb, du willst ihn zum Jünger machen und du wirst das tun auf die Art der Bibel. Und wenn es Situationen gibt, wo er beleidigt ist, dann lass ihn beleidigt sein, bete für ihn, segne ihn und dann kommt er wieder zur Vernunft und geht's weiter. Ja? Aber nicht aus Angst, es könnte Spannung geben, Dinge auslassen und weglassen und irgendwie so um die Dinge irgendwie herumschleichen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es viele, viele Spielarten von einer falschen Liebe, die Jesus nicht hatte, die die Apostel nicht hatte. Und die brauchen wir auch nicht. Und die übergeben wir dem Herrn und wir lassen unsere seelische Liebe reinigen in eine klare geistliche Liebe. Und die ist immer daran erkennbar, Liebe kombiniert mit Wahrheit. Jede Liebe, die die Wahrheit weglässt, ist nicht die Liebe Gottes und die hilft niemandem. So, okay, wir wollen klarstellen, dass auch unser Jünger seine Verantwortung, seine Aufgabe versteht. Was wird von ihm erwartet? Will er wirklich belehrbar sein? Und wir definieren unsere Lernziele. Wir sagen ihm ganz klar, wir spielen mit offenen Karten. Das ist, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass du jemand wirst, der brennt im Geist. Wir wollen, dass du jemand wirst, der Jesus mehr liebt als irgendetwas anderes. Dein Geld oder was auch immer. Das ist unser Ziel. Wir wollen, dass du in das Wesen Jesu umgestaltet wirst. Wir wollen, dass du Frucht bringst. Wir wollen, dass du ein Leben zur Ehre führst. Das ist, was wir wollen. Und immer wieder rückfangen. Bist du noch dabei? Ist das, was du möchtest? Weil manche sagen vielleicht am Anfang ja, aber wenn sie dann die Details irgendwie mitbekommen, dann überlegen sie nochmal, ist das wirklich, was ich will? Und das sollen sie auch überlegen. Wir wollen niemanden irgendwie zerren, sondern wir wollen mit Menschen gehen an der Hand, die gehen wollen. Ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, und dann geht's los. Und dann vereinbaren wir regelmäßige Treffen und je nach Situation und Zustand und Bedarf kann das sein, dass wir uns am Anfang einmal die Woche treffen, vielleicht alle 14 Tage, je nachdem. Ja? Und das sind verbindliche Termine, die sind verbindlicher als irgendwelche Termine auf der Arbeit oder sonst irgendwas. So, wir werden das nicht hinnehmen, dass der dann nicht kommt oder eine Stunde später kommt oder irgend so etwas. Sondern wir sagen, hey, wir waren verabredet zu 16 Uhr. Wieso kommst du um 16:30 Uhr? Ich finde das nicht in Ordnung. Möchtest du ein Mensch werden, auf den man sich verlassen kann? Möchtest du ein Mensch werden, dem Gott etwas anvertrauen kann? Dann bitte sei ab jetzt pünktlich. Das sagen wir in Liebe, ohne Zorn, aber wir sagen es. Wir müssen ihm klar machen, was wir erwarten. Wer solche simplen Anweisungen, komm um 16 Uhr, nicht einhalten kann, wie kann der lernen, Gott zu gehorchen? So fängt es an. Ja? Wer sagt, er liebt Gott und liebt seinen Bruder nicht, der ist in Illusionen. Ja? Und wer sagt, er gehorcht Gott und kann dem Bruder nicht gehorchen, genau das Gleiche. Das ist ein Imitat einer Illusion. Und wir werden viele, viele Illusionen zerplatzen lassen und zerstören. Viele Illusionen, denn der lebt in Illusionen wie jeder Mensch. Ja? Was sagt die Bibel? Ihr Verstand ist verfinstert. Ja? Und jetzt kommt das Licht durch das Wort Gottes und wir helfen, dass er mehr Licht bekommt. Und da werden wir im Laufe der Zeit viele Illusionen zerplatzen lassen. Das ist notwendig, um in die Wahrheit hineinzukommen. So verbindliche Termine, die eingehalten werden. Natürlich gibt es Situationen, das versteht ja jeder, wo es einen begründeten Grund gibt zur Absage. Ja? Aber einfach nur, ach, ich hatte heute das doch nicht so auf dem Herzen, sowas akzeptieren wir nicht. Ja? Mir war jetzt nicht so. Oder irgendwie sowas. Das akzeptiert dein Arbeitgeber nicht. Und warum willst du als Jüngermacher das akzeptieren? Haben wir oft in der Gemeinde einen niedrigen Standard als in der Arbeitswelt?
Sollte nicht, weil es um Gott geht, der Standard viel höher sein? Aber in der Realität ist es so, dass in der Gemeinde die Mentalität ist, das ist ja alles freiwillig, das ist ja alles für den Herrn. Natürlich ist es freiwillig. Ja, die Lehre, die der Lehrling antritt, ist freiwillig. Aber der Inhalt und die Schritte, die gegangen werden, die sind dann nicht mehr freiwillig, die sind verbindlich. Die sind schon festgelegt. Okay, so, wir brauchen Gnade, um diese göttliche Kombination zu lernen. Das hat ja was mit unserer Reife auch zu tun. Ja? Und da werden wir Fehler machen. Und wenn wir Fehler gemacht haben, dann tun wir Buße, bitten um Vergebung und nehmen Gnade und gehen weiter. Aber wir wollen diese Kombination lernen, die Güte und die Strenge Gottes. Davon redet Paulus. Das wollen wir haben. Weil durch uns lernt er, wie Gott mit ihm umgeht. Das ist extrem wichtig. Ja? Und Gott ist Güte pur. Und weil er Güte pur ist, ist er auch strenge. Ja? Und so wollen wir auch sein. So wollen wir werden. Vielleicht hast du ein komisches Gefühl dabei. Kill das. Und sag, ja, das ist richtig. Wir sind Nachahmer Gottes. Wir wollen dann lernen, mit Menschen so umzugehen, wie der Herr mit Menschen umgeht. Und manchmal, wenn Menschen dumme Fragen stellen, die gar nicht auf das zielen, worum es eigentlich geht, Jesus weist Menschen ab. Wir weisen auch manchmal Menschen ab, aus Liebe. Ja. So, wir brauchen Hilfe. Herr, rette mich von Humanismus, rette mich von falscher Liebe, rette mich von diesen Dingen, die nicht hilfreich sind, die sogar hinderlich sind. So. Okay, dann ein ganz wichtiger Punkt, unser Treffen. Wir geben Hausaufgaben. Und wir erklären, diese Hausaufgaben sind verbindlich. Und wir schauen, je nachdem, was das für eine Hausaufgabe ist, ob er das schon zum nächsten Mal fertig haben soll oder ob das ein größeres Ding ist und da braucht er vielleicht 4 Wochen dazu. Wie auch immer, wir müssen da sehen, was es im Einzelnen ist. Aber grundsätzlich, wir geben Hausaufgaben und Hausaufgaben haben natürlich nur dann Sinn, wenn überprüft wird, ob die Hausaufgaben gemacht sind. Das weiß jeder Lehrer. Ja, und jeder Schüler hat begriffen, der Lehrer gibt Hausaufgaben, der überprüft die aber nicht. Was wird passieren? Nach kurzer Zeit, keiner macht die Hausaufgaben. Alle wissen, der überprüft die ja gar nicht. Ja? So, wir überprüfen das. Ja? Und je nach Situation, lass uns wirklich voll den Heiligen Geist mit einbeziehen. Er ist in deinem Gespräch mit dabei. Und du schaust dein Gegenüber an und du redest und du hältst Händchen mit dem Heiligen Geist. Du bleibst in Sichtkontakt, du bleibst in Verbindung mit dem Heiligen Geist und sagst, Herr, was jetzt, was wie weiter, was soll ich sagen, was soll ich fragen? Bleib in Kontakt, der Heilige Geist ist da, wie in der Seelsorge. Du wirst so die Hilfe des Heiligen Geistes erleben. Das ist einfach fantastisch auch zu sehen, da wird der Heilige Geist dir noch viel lieber werden. So, also Beispiel für Hausaufgaben, ganz harmlos. Ja, es werden Bibelverse auswendig gelernt. Ja, vielleicht der erste Vers überhaupt, Johannes 8, 31, 32. Ja, damit fängt es an, ja, dass das ganz tief hineingeht. Jüngerschaft hat was mit Hingabe an Wahrheit zu tun. Und da ist auch der großartige Segen der Jüngerschaft, nämlich frei zu werden. Frei von allen Zwängen, von allen Ängsten, von allen Depressionen, von allen Sorgen, von allen Hemmungen, von allem frei, frei, frei durch das Wort, das wir annehmen und dem wir gehorchen. Halleluja. Ja? Eine gute Hausaufgabe wäre zum Beispiel am Anfang, mach du mal eine Liste von all deinen Problemen. Dann siehst du nämlich, wo steht der und wie sieht er sich. Und viele Leute haben Probleme, aber sie wissen gar nicht, was die Ursache oder die Wurzel dieser Probleme sind. Sie beschreiben nur Symptome. So, an dieser Liste kannst du viel sehen, wo steht der Betreffende. Ja? Und liebevoll, kühn fordern wir heraus. Ja? Also ich hatte jetzt vor einiger Zeit eine Situation, weil ich jetzt auch gerade wieder ganz neu das durchbuchstabiere. Da ist ein junger Mann, der sich gemeldet hat, ist schon etliche Jahre Christ, kommt aus ganz dicke Esoterik-Geschichten, hat aber leider, ich glaube in diesen 3 Jahren, wo er jetzt Christ ist, die wesentlichen Basics der neutestamentlichen Lehre noch gar nicht gehört. Er ist in einer Umgebung, wo man diese Dinge nicht kennt, wo man Gemeinde spielt,
und wo diese Dinge gar nicht präsent sind. So, der ist 3 Jahre jetzt Christ und hat diese Dinge nie gehört. So. Und der hat sich gemeldet und interessanterweise wohnt er nur 5 Autominuten von mir entfernt und er sucht Hilfe und dann habe ich ihm von Jüngerschaft erklärt, jawohl, das will er. Im ersten Gespräch habe ich mittendrin gesagt, so jetzt reden wir noch ungefähr 1/2 Stunde und dann machen wir für heute Schluss und am Ende werden wir zusammen beten. Da ging ein Ruck durch ihn und sagte, ja, weißt du, mit dem Beten da so laut vor anderen, da habe ich es überhaupt nicht. Also das geht bei mir gar nicht. Ich sage, super, ab heute wird es gehen. So, dann war das Gespräch zu Ende. Dann habe ich gesagt, so wie versprochen, jetzt beten wir beide. Ich bete zuerst und dann du. So, und dann bete ich und dann warte ich. Und dann warte ich noch ein bisschen länger. Und dann noch ein ganz bisschen länger und merke, der will gar nicht beten. Ich sage, Entschuldigung, du bist jetzt dran, bete. Und dann hat er sich überwunden. Und beim zweiten Mal hat er sich noch ein bisschen geziert, aber war schon besser. Und beim dritten Mal ging noch besser. Ja? Ach du Armer, du kannst nicht vor Menschen beten. Ja, aber müssen wir mal rausfinden, was könnte das denn sein? Und oh, wo ist denn das Problem? Hallo ihr Lieben, wir werden heile, indem wir Gehorsamschritte gingen. Wie heißt es von den Aussätzigen? Als sie hingingen, wurden sie geheilt. Und es ist keine unmenschliche Überforderung, jemand zu sagen, der den Herrn kennt und der auch alleine laut betet, vor einem anderen laut zu beten. Das ist nicht unzumutbar. Ja, so jetzt hat er die Hausaufgabe, die werde ich übermorgen dann abfragen. Finde heraus mit dem Heiligen Geist, was ist es überhaupt, das dich hindert oder dir schwerfällt, vor anderen Menschen laut zu beten? Was ist das eigentlich? Wie nennt der Heilige Geist das? So, bin ich gespannt, was am Dienstag dabei rauskommt wird oder Mittwoch. Siehst du, das ist jetzt so eine Situation. Einfach ganz praktisch. Ja, wir wollen wirklich leiten. Wir leiten, Leiter leiten. Wir sind in diesem Fall Leiter und wir führen ihn hinein in die Freiheit. Halleluja. Oder eine andere gute Liste oder mal aufzuschreiben. Was sind eigentlich die schlimmsten Erfahrungen in deinem Leben, die du je gemacht hast? Dass wir einen Blick bekommen, okay, was hat ihn deformiert, was hat ihn geprägt und welche Dinge sind da? Und so weiter. Und dann gehen wir später darauf ein. Aber so eine Liste kann man ja schon am Anfang machen. Das wäre nicht verkehrt. So, und dann, ganz, ganz, ganz wichtig, wir bringen ihm den richtigen Umgang mit der Bibel bei. Unter anderem zum Beispiel, indem wir sagen, was er jetzt liest. Zum Beispiel, es fängt mit Johannes-Evangelium an. Ja. Und dann die anderen Evangelien und dann der Rest vom Neuen Testament. Ja. Ganz am Anfang, Offenbarung bleibt außen vor, Altes Testament bleibt außen vor. Ja. Weil wir wollen verhindern, dass Menschen auf eine intellektuelle, du, da habe ich was gelesen, also das finde ich ja ganz spannend, aber ich verstehe das gar nicht, kannst du mir das erklären? Aber Hesekiel, die Räder in den Rädern, wie soll ich mir das vorstellen? Und was bedeutet das jetzt? Hallo, das ist Ablenkung und darauf gehen wir nicht ein, weil das ist Bibelwissen, was nicht zu Charakter führt, was nicht zu Furcht des Herrn führt. Ja? Und viele Leute wollen viele Dinge fragen und das sind alles Ablenkungsfragen, die nicht darauf zielen, wie kann ich frei werden, wie kann ich anders werden, wie kann ich verändert werden, sondern nur, wie kann ich interessantes Wissen irgendwie sammeln, mit dem ich dann an der richtigen Stelle vielleicht noch glänzen kann. Und solche Spielchen machen wir überhaupt nicht mit. Ja? Wir wollen, dass das wirklich ums Zentrum geht. Und das ist ein Herz, das Gott fürchtet. Das wollen wir entwickelt sehen. Das wollen wir sehen, was der Heilige Geist in dem Jünger hervorbringt. Und wir lassen uns durch keine Ablenkungsmanöver irgendwie abbringen. Wir haben dieses Ziel, wir bleiben fokussiert und wir können auch sagen, du, diese Frage mag interessant sein, aber die ist für dich völlig unbedeutend und völlig unwichtig. Ja?
weil es geht hier um, dass du gehorsam lernst, dass du Gott kennenlernst, dass du Gott lieben lernst. Um das geht es uns hier in dieser Jüngerschaft. So, wir werden ihm erklären, wie man mit dem Heiligen Geist zusammen die Bibel liest, wie man nachsinnt über das Wort, warum man das Wort sprechen soll, wie man das Wort spricht und ihn bewahren vor der Gefahr, das irgendwie mechanisch zu machen. Ja? Weil wir wollen nicht irgendwie Proklamiermaschinen haben, ja? Sondern Menschen, die im Glauben das Wort Gottes wirklich Gott entgegenbringen, mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Gewissheit. Das ist, was wir wollen. Und da fängt das Wort an, seine Kraft zu entfalten. Ja? Dann werden wir auch Hausaufgaben geben im Sinne von Bibelstudium. Ja? Also zum Beispiel in diesem Fall habe ich jetzt gesagt, weil das war völlige blinder Fleck, du studierst jetzt dieses Thema in der Bibel. Finde alle Schriftstellen raus, das ist ja heute leicht zu machen mit Computer, finde Schriftstellen raus zu diesem Thema, druck die aus und liest das durch und bete darüber. Das ist, wie ich meine Teachings mache. Sagen wir mal, Furcht des Herrn, ich hole alle Schriftstellen, schreibe die ungeordnet einfach so auf den Zettel und dann lese ich die zig mal durch und sage, Heiliger Geist, gib mir die Struktur. Und dann finde ich Schriftstellen, die geben die Definition. Das ist die Furcht des Herrn. Das sind die Segnungen der Furcht des Herrn. So bekommt man die Furcht des Herrn. Ja, und schon hast du eine Struktur für ein Teaching. Es ist so einfach. Ja? Weil das Wort erklärt das Wort. Und das bringen wir ihm bei. Ja? Dann der ganze wichtige Punkt, Zeit mit dem Herrn. Warum und wie? Ja, und er wird jetzt jeden Tag Zeit haben. Und wir sind ganz gnädig, wir fangen an mit 15 Minuten. Und wenn wir erklären, wie er das tun soll, kann er mit Leichtigkeit 15 Minuten füllen und kann so anfangen, seine Zeit zu haben. Ja, und dann im Laufe der Zeit, wenn mehr und mehr Raum gemacht wird für den Heiligen Geist, er wird die Gegenwart Gottes erleben und von ganz alleine werden aus 15 Minuten 30 Minuten und aus 30 Minuten eine Stunde. Das bringt nichts, dass wir diese Schriftsteller, dem Jesus ermahnte Jünger, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Also wir fangen bei einer Stunde an, du musst jetzt eine Stunde beten. Das funktioniert nicht. Das funktioniert bei uns nicht und das funktioniert bei anderen auch nicht. Ja, wir wollen nicht irgendwelche frommen Rituale durchexerzieren, sondern wir wollen, dass er Gott findet und Gott kennenlernt und Raum macht, dass Gott in ihm arbeitet. Das ist das Ziel dieser stillen Zeit. Und deswegen erklären wir, was persönliche Anbetung ist, Devotional Prayer, im Gegensatz zu Bitten für Anliegen, für Finanzen, für Arbeit oder Ehepartner oder dies oder jenes. Anbetung, Gemeinschaft mit Gott ist das Allerwichtigste. Dass er den Herrn wirklich kennenlernt, nicht mehr vom Hören sagen, sondern aus erster Hand lernt. Das ist die Güte, die Liebe Gottes. So sieht die Heiligkeit Gottes aus, aus Erfahrung. Ja. Okay. Und das heißt, also wenn wir zum ersten Mal sagen, so ab jetzt jeden Morgen 15 Minuten machst du mit dem Herrn bei unserem nächsten Treffen, so, da sind jetzt eine Woche vergangen, wie sah es Montag aus, wie sah es Dienstag aus? Ja, Dienstag, da hat es nicht so geklappt. Ja, was meinst du mit es hat nicht geklappt? Beschreib es mir etwas genauer. Ja, Menschen möchten gerne in einer allgemeinen Weise irgendwie sich ausdrücken, aber wir wollen, dass sie konkret werden, dass sie präzise werden, weil nur dann lernen sie, Verantwortung zu übernehmen. Solange jemand sagt, es hat nicht geklappt, ja, wer ist denn schuld? Es. Aber wer ist es? Ne? Nein, du hast nicht gebetet, weil du dich hast ablenken lassen, weil dein Wunsch nach länger schlafen oder dein Wunsch nach Fernsehen oder irgendwas dir wichtiger war als meine Hausaufgabe. Und das akzeptiert der Herr nicht und das akzeptiere ich auch nicht. Ja? So, das war eine seltene Ausnahme und das hört jetzt auf. Du wirst jetzt wirklich das einhalten. Komischerweise, der Lehrling oder überhaupt jeder Angestellte der Firma, jeder weiß, Anweisungen sind dazu da, dass ich die ausführe. Und da kommt keiner mit so einem blöden Spruch wie, ja, es hat sich nicht ergeben. Ja? So, wir können klar sein, wir können Verantwortung übernehmen, aber in dem Bereich möchten Menschen gerne irgendwie schwimmen und unverbindlich und irgendwie, und das geht nicht. Das hat nichts mit Jüngerschaft zu tun. Ja.
So, wir beschreiben ganz konkret, wie diese Zeit mit dem Herrn aussieht, was da passieren soll und was das mit dem Heiligen Geist zu tun hat und so weiter und so weiter. Ja? Dann als praktische Anwendung dieser grundlegenden Idee Hingabe an die Wahrheit erklären wir, was Erneuerung des Denkens ist und wie das jetzt funktioniert. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, biblische Inhalte in biblischer Sprache zu vermitteln. Ja? Und deswegen wirst du von mir nicht hören, dass ich zum Beispiel etwas Taufe nenne, was andere Leute Taufe nennen, was keine Taufe ist. Ich nenne das Babybesprenkelung, um den Unterschied klarzumachen zwischen Taufe und Babybesprenkelung. Ja? Und so gibt es ganz viele Dinge, wo man so Begriffe benutzt, die sind mehrdeutig, aber Gott ist eindeutig und wir sind auch eindeutig. Und ich glaube, dass die Sprache sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und je präziser die Sprache ist, umso präziser ist das Denken und umso mehr das Denken in Übereinstimmung mit Gottes Wort ist und mit dem Heiligen Geist, umso eher können da tiefgreifende Prozesse der Veränderung stattfinden. Zur Erneuerung des Denkens gehört auch, wie redet unser Jünger? Ein Jünger Jesu ist, ja, das ist klar, ja, wenn ich immer sage, unser Jünger. Ich meine nicht, dass wir Jünger von uns machen. Das sind Jünger Jesu, die wir machen, nichts anderes. Aber wie redet er über sich selber? Das ist sehr interessant, wie Menschen über sich selber reden. Und daran muss gearbeitet werden. Und er muss über sich reden, wie jetzt Gott ihn sieht. Ja, solche Dinge wie, sowas gelingt mir nie. Das ist nicht die Sprache eines Jüngers. Vielleicht bis jetzt warst du ein kompletter Versager, aber jetzt ist Gott mit dir. Und wenn du sagst, das gelingt mir nie, verlängerst du dein Versagen in die Zukunft. Und das geht nicht. Das geht nicht, weil jetzt ist ja Gott da. Jetzt hast du ja neue Voraussetzungen. Jetzt kannst du dich anders verhalten. Jetzt kannst du andere Erfahrungen machen. Ja? Und so, wir werden ihn herausholen aus dieser Sprache der Opfermentalität, des Selbstmitleides, des Versagertums. Und ich habe kein Glück und das Leben meint es nicht gut mit mir und allen geht es gut, aber mir geht es immer schlecht und ich weiß auch nicht woran, vielleicht bin ich zweiter Hiob oder irgendwie sowas. Ja, das muss alles weg, das muss alles weg. Ja. Weil durch das Reden, denkt an dieses Teaching, ja, wir formen unser Herz. Und wer seine Zunge nicht zügelt, betrügt sein Herz. Ja? Und er sagt immer, ich bin Versager und ich habe kein Glück im Leben und es klappt alles nicht. Ja, er programmiert sein Herz, das immer stärker zu glauben. Und nach seinem Glauben kommen seine Erfahrungen und die Erfahrungen bestätigen wieder seinen Glauben. Und so geht das immer weiter abwärts. Das muss durchbrochen werden. Ja? Er muss die Siegersprache lernen. Mit Gott kann ich. Gott wird mir helfen. Hier ist noch schwierig, aber ich weiß, es wird funktionieren, weil Gott hat ein gutes Werk in mir angefangen. Dieses Werk wird er vollenden. Diese Sprache wollen wir hören und die müssen wir ihm beibringen. Es gibt einen schönen Satz, den ich mal gelesen habe vor, weiß ich nicht, über 20 Jahren. Da schrieb Dr. Cho, der damals wieder ein großes Vorbild war, dann leider in späteren Jahren nicht mehr, aber dort schrieb er, wenn du rebellische, verantwortungslose junge Menschen verwandeln willst oder verwandelt sehen willst, so glaube ich war der Satz, in verantwortungsvolle Menschen, musst du zuerst ihre Sprache ändern. Ein Satz, der mir hängen geblieben ist. Und das ist absolut in Übereinstimmung mit Bibel, das heißt die ganze Lehre von Bekennen am Bekenntnis festhalten. Du kannst nicht ein Siegerleben leben mit einer Losersprache. Das funktioniert nicht. Ja? Und das ist anders als in der Welt. Wir programmieren uns und wir reden uns ein. Es wird uns jeden Tag in jeder Hinsicht besser gehen. Das ist alles Quark. Da imitieren sie solche biblischen Wahrheiten, aber ohne irgendeine Berechtigung. Aber wir haben einen Gott, der Verheißung gegeben hat. Wir haben einen Gott, der Wunder begonnen hat und Wunder tun will. Und wenn wir jetzt sagen, was er vorhat, ist was völlig anderes als so diese Autosuggestionsmethoden oder so. Ja? So die Sprache ändern. Ganz, ganz, ganz wichtig. Okay. So, dann zu seinem Bibelstudium werden wir ihm Bücher geben, die liest er. Und wir schauen überhaupt mal, was der so liest.
und wir sagen, pass auf, wir haben eine ganz dicke Bücherliste bei uns auf dem Computer und alle deine Bücher, die kannst du jetzt alle mal vergessen. Die nächsten 3 Jahre liest du die Bücher, die ich dir gebe. Ja, wie, was? Ja, so ist das in einer Ausbildung. Da wird dir das Lehrmaterial vorgelegt, das suchst du nicht selber aus und du hast auch nicht Zeit, nebenher noch irgendwas anderes und vor allen Dingen etwas, was noch widersprechen ist zu dem Lehrmaterial. Das gibt's gar nicht. Ja? Die Verwirrung muss doch einmal aufhören. Ja? Wir werden auch nicht, jetzt hör zu, jetzt müssen sich einige am Stuhl festhalten, ja? Wir werden ihm auch nicht gestatten, weiter wild frei auf YouTube rumzusurfen und hier und da, wie es gerade so interessant klingt und Endzeit und Antichrist und Flat Earth und alle diese Geschichten, fertig damit. Jetzt geht es um die Wahrheit, jetzt geht es um das Wort. Und wenn er sagt, er hat so viel Zeit, wir können ihm gerne noch ein paar andere Bücherempfehlungen geben. Ja? Aber wild rumsurfen und sich von allem möglichen schrägen Lehren zu ernähren, das kann nicht funktionieren. Der kann nicht dreigleisig geprägt werden, entweder nach diesem Buch oder nach irgendwelchen blinden Leitern. Und das muss ihm klar sein. Wenn er sagt, du kannst mir gar nichts befehlen und du hast nichts zu sagen, wo ich ein YouTube... Nein, wenn du das weiter möchtest, aber dann hast du nicht verstanden, was Jüngerschaft ist. Und dann God bless you und wenn du dich anders entscheidest, können wir gerne weitermachen. Dann drückst du den Pauseknopf. Hallo, du stellst die Bedingungen und das wird niemals wieder revidiert. Das ist so mit Geselle und Lehrling. Da kann der Lehrling nicht diskutieren und sagen, ja, aber pass mal auf, da gibt es auch noch interessante Dinge, die außerhalb dieses Bereichs sind, die interessieren jetzt überhaupt nicht. Jetzt musst du dich konzentrieren auf deine Lehre. So, versteht ihr? Wir sind nicht kontrollierend, wir sind nicht eine missbrauchende Autorität. Wir sagen das immer wieder, du kannst an jedem Punkt in diesem Prozess auschecken. Sag's nur und dann beenden wir das. Wir zwingen dich nicht dazu. Du bist gekommen, du willst Hilfe haben. Wir zwingen dich nicht dazu. Es ist deine Entscheidung, du kannst das auch beenden. Aber was du nicht kannst, ja sagen zu deinen Bedingungen. Das geht nicht. Das geht mit Jesus nicht und das geht mit uns an. Wir dürfen aus lauter Liebe dir das nicht gestatten. Wir dürfen das nicht. Für einige von euch klingt das ganz krass, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, hallo, wo kommen wir denn dahin? Ja, da kommen wir zu einer stabilen, emotional gereiften Persönlichkeit, die im Heiligen Geist belastbar ist und die Frucht bringt. Da kommen wir dahin, um deine Frage zu beantworten. Das ist eines der größten Probleme, dieses wahllose, ziellose, per Zufall gesteuerte Surfen auf YouTube und christliche Beiträge anschauen. Das ist eines der größten Probleme in den Gemeinden, glaubt es mir. Weil das sind Menschen, die sind ganz am Anfang im Glaubensleben, die haben keine Unterscheidung. Die können nicht auf den Heiligen Geist hören, der sagt, guck das bloß nicht an, das ist Mist, das brauchst du nicht, das verwirrt dich nur, lass das beiseite. Sie brauchen jemanden, der ihnen das sagt. Und wir schlagen ihnen gute Bibellehrer vor, Derek Prince, Michael Brown, David Pawson und was es vielleicht sonst noch da Gutes gibt irgendwie. Aber wir wollen nicht, dass der da irgendwo sich versteigt in seltsame Dinge, die sich nicht bewährt haben, die voller schräger Ideen sind. Gesunde Lehre bringt gesunde Gläubige hervor. Und kranke Lehre kann nicht gesunde Gläubige hervorbringen. Das ist unmöglich. Und deswegen müssen wir sagen, hey, du kannst nicht unterscheiden, aber ich sage dir, das ist nicht gesund. Ja, aber warum ist das nicht gut? Das klingt doch auch gut. Die haben doch auch, hallo, solche Diskussionen wollen wir nicht haben. Ja? Ich kann erklären, warum er bestimmte Lehrer nicht anfassen soll. Aber ich will nicht damit meine Zeit verbringen. Wenn das nicht ausreicht, wenn er nicht das Vertrauen hat zu mir, dass ich ihm sage, wo es jetzt lang geht und welche Dinge er studiert, du, dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Das geht auf der Basis vom Vertrauen. Ich glaube, dass Gott dir etwas gegeben hat, was ich lernen möchte. Das ist die Haltung des Jüngers. Und wenn er das nicht glaubt, wenn er denkt, er weiß mehr als du und er kann besser unterscheiden, du kannst ihn nicht hindern, aber dann bitte nenn das nicht Jüngerschaft. Ja? Und da wird nichts mehr rauskommen. So seht ihr, ich kann mir vorstellen, wenn ich solche Dinge sage, bei manchen zuckt es und sie sagen, ja, Hilfe,
Wie würde ich mich fühlen, wenn ich so mit einem Menschen umgehen würde? Ja? Und du denkst, ja, aber darf ich das? Kann ich das? Ist das erlaubt? Hallo, denk immer an das Beispiel Geselle und Lehrling. Der Geselle hat überhaupt keine Skrupel. Der sagt ihm, du, hier wird so gefeilt und nicht so, du feilst in diese Richtung. Ja, aber ich will mal ausprobieren. Nein, brauchst du nicht ausprobieren. Wir machen das jetzt seit Jahrzehnten und wir wissen, es wird in diese Richtung gefeilt. So, bitte mach es so. Fertig. Und dann zeig mir das Stück, das du gefeilt hast. So geht das in der Lehre, an der Werkbank oder was weiß ich. So geht das da. Ja. Und jeder versteht das, jeder findet das normal. Keiner findet das krass, keiner findet das als Missbrauch. Und dann kommen wir in die Gemeinde und dann kommt die ganze Rebellion raus. Hallo. Macht das Sinn, was ich hier erzähle? Oder denkt ihr, boah, Mann, ey, so geht's ja nicht. So, dann werden wir sehr schnell dran gehen, was ich ausführlich schon gelehrt habe. Ich erwähne es jetzt hier nochmal. Wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit. Wir schneiden die Vergangenheit ab. Wir machen die Türen für den Feind zu. Da gibt es diese wunderbaren Checklisten bei dem Wilkin van de Kamp oder so ähnlich. Und auch bei Neil Anderson, den ich sehr, sehr empfehle. Neil Anderson, da gibt es zum Beispiel ein Buch, was muss jeder, der Jünger macht, eigentlich, da muss er drin lesen, das ist eine Fundgrube voll Weisheit, Jüngerschaftstraining heißt das Buch. Jüngerschaftstraining von Neil Anderson. Da ist die Theorie erklärt und da wird erklärt, warum biblische Lehre nichts mit Psychologie zu tun hat und wo der Unterschied ist und so. Ein fantastisches Buch. Aber die praktischen Dinge ist dann Schritte zur Freiheit in Christus, der die Ketten sprengt, neues Leben, neue Identität und erneuert. Das ist, empfehle ich besonders gut, weil ich das sehr anschaulich finde, wie die einzelnen Schritte dort gehen mit der Vergangenheitsbewältigung, dann mit Vergebung. Und diese Sachen, und das ist ein Buch, das gibt es auch kostenlos als PDF, das ist vergriffen als Print-Ausgabe. Findest du alles in der Liste am Ende. So, wir gehen diese Dinge durch. Und wir sagen, hier ist die Liste, jetzt bete, dass der Heilige Geist dir das zeigt, weil viele Dinge gehen verloren, die sind verschüttet, die hat der Feind zugedeckt. Aber der Heilige Geist ist stärker und er will ja in die Freiheit führen. So, dann kommen Sie mit Ihrer Liste und dann gehen wir durch diese Dinge durch. Und da muss Umkehr kommen, da muss Sündenbekenntnis kommen, immer kombiniert mit Glauben an Reinigung. Ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Okay, und dann, wenn die Tatsünden zu Ende sind, dann geht es in weitere Bereiche hinein, dann diese ganze Sache von Verletzungen und dann führen wir durch den Prozess der Vergebung und wir erklären, wie das ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, den will ich kurz erwähnen, der oftmals nach meinem Dafürhalten zu kurz kommt bei Vergebung. Nicht zu schnell irgendwie den Schritt herbeiführen zur Vergebung. Als erstes, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir ihm das sagen und klar machen. In dieser Situation des Missbrauchs, des erlittenen Unrechts, bösartigen Demütigung, in dieser Situation war Gott auf deiner Seite. Und er stimmt überhaupt nicht überein mit dem Verhalten des Betreffenden, weil viele haben das Gefühl, sie sind verletzt worden und jetzt sollen sie vergeben. Das heißt also, ja, vergeben ist ja loslassen, die Person loslassen. Ja, so der ist jetzt frei, ich sitze jetzt hier mit dem Schmerz und der ist frei. Ne? Nein, Gott wird sich darum kümmern und Gott wird sich dann darum kümmern, wenn wir aufhören, uns darum zu kümmern. Gebt Raum dem Zorn Gottes, rächt euch nicht selbst, gebt Raum dem Zorn Gottes. Ja, und Gott ist ein gerechter Gott. Und Gott wird in dieser Sache intervenieren. Wenn nicht jetzt, dann im nächsten Leben. Gott wird sich darum kümmern und er wird dir Recht verschaffen. So, wir dürfen nicht das Gefühl entstehen lassen, ja, ich vergebe jetzt und ich bin immer noch der Rechtlose. Nein, du bist jetzt ins Recht gesetzt und Gott verschafft dir Recht. Aber er tut das auf seine Art und Weise und er tut das zu seiner Zeit. Und das kann er nur dann tun, wenn wir aufhören, uns Recht zu verschaffen. Und nicht vergeben ist ja, bezahle mir, was du schuldig bist. Das ist die Haltung von nicht vergeben. Wir wollen jetzt hier unser Recht haben. Der soll gekrochen kommen auf Knien und soll winseln wie ein Hund und dann überlegen, ob wir vielleicht vergeben.
Das ist die Haltung der Härte, der Bitterkeit, der Gnadenlosigkeit. Und damit sind wir ganz nah am Wesen des Teufels und das muss aufhören. Deswegen ist das so wichtig. So, wir gehen durch diese ganzen Situationen, so wie der Heilige Geist sie ihm in Erinnerung bringt, durch alle diese Dinge gehen wir durch. Und er soll wirklich lernen, Gott als barmherzigen Gott zu sehen. Und dieser Schmerz, der kann abfließen zum Kreuz, weil Jesus hat alle Schmerzen getragen. Ganz, ganz wichtig. Es gibt auch ein kleines Booklet, was aber jetzt nicht mehr da liegt, über Vergebung. Das empfehle ich auch sehr, sehr kompakt, aber da sind sehr, sehr wichtige Dinge drin und das ist sehr, sehr praktisch. Okay, nach diesem Bereich der Vergebung, also Bitterkeit, mangelnde Gnade, die wir da nicht gegeben haben, dann der ganze Komplex Rebellion und Stolz. Ja? Da kann unser Jünger am Anfang gar nichts mit anfangen. Ja? Aber dann machen wir das deutlich. Ja? Das sind Herzenshaltungen wie ich mache, was ich will und mir hat überhaupt keiner was zu sagen und du schon gar nicht und solche Haltungen. Ja? Und wie gesagt, wer dem Bruder nicht gehorchen kann, in ganz simplen Dingen, wie kann er Gott lernen zu gehorchen? Er kann es überhaupt nicht. Ja? Und wenn ich sage, dem Bruder gehorchen, dann nur in den Bereichen, wo der Bruder mit dem Wort kommt. In keinen anderen Bereichen, nur da, wo er sagt, das ist die Ordnung Gottes, das ist, was Gott von mir will und das ist, was Gott von dir will. Okay. Stolz, noch schwieriger zu definieren, ja, sich zu erheben, sich über andere zu stellen, von seinen eigenen Fähigkeiten eingenommen zu sein und dabei gar nicht zu merken, dass er als Stolzer sich überhaupt nicht richtig realistisch einschätzen kann. Ja, ist eine große Falle. Aber das ist ein Prozess, bis jemand für diese Dinge des Herzens überhaupt sensibel wird. Und erst müssen die Tatsünden abgeräumt werden. Und dann geht es um Verletzungen. Und dann später kann der Heilige Geist tiefer gehen, weil das ist letzten Endes die Wurzel. Stolz ist die Wurzel von aller Sünde. Und am Anfang des Glaubenslebens, man hat keine wirkliche Vorstellung, wo und wie der Stolz in meinem Leben aussieht. Ja, das ist einfach so. Ja, aber er wird sensibel werden durch diese Prozesse. Aber das ist das Letzte dann. Ne? Dieses glänzen wollen, geehrt werden wollen, herausgehobene Position haben wollen, Ansehen haben wollen, Menschen gefallen wollen und all diese ganzen Dinge, die damit zusammenhängen. Ja. Und wir können immer wieder an konkreten Situationen, die wir erleben mit dem Jünger oder die wir geschildert bekommen, wir können das immer zum Anlass nehmen, Fragen zu stellen. Es ist viel besser. Wir sagen, komm, frag den Heiligen Geist, warum hast du dich da so verhalten, als wenn wir sagen, ja, das ist Stolz. Das bewirkt nicht viel. Aber wenn er selber sieht, ja, da ging es mir um meine Ehre, ich konnte das nicht ertragen, dass mir Unrecht geschieht oder dass ich falsch verstanden wurde und ich musste das unbedingt richtigstellen. Und da kann der Heilige Geist sagen, ja, warum musstest du das eigentlich? Aha, da ist dieses Bestreben, ich will immer richtig stehen vor den anderen. Ja? Ich will, dass jeder mich richtig versteht und dass jeder mich richtig sieht und einordnet. Warum ist überhaupt dieses krankhafte Bedürfnis? Reicht es nicht aus, dass Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn und mit dir gehe ich und alles ist gut? Ja, warum wollen wir vor Menschen stehen und glänzen? Das ist eben Stolz. Aber am Anfang, der kann das nicht sehen. So, das ist ein Prozess. Und wir helfen auf diesem Weg. Okay. Nochmal zum Thema Sprache, es ist nicht so ganz sortiert hier meine Stichpunkte. Zum Thema Sprache, welche Sprache benutzt der Jünger, wenn es um sein eigenes Versagen geht? Ja, ich hatte gestern schon dieses Beispiel, ja, mit dem, ja, ich will mich entschuldigen. Ja, das muss man nur mal durchdenken. Du hast 10.000 Euro Schulden auf der Bank und dann gehst du und sagst, ach, ich möchte mich jetzt entschulden. Ach so, na dann streichen wir die 10.000 jetzt, prima. Ja. Geht das so? Ich glaube nicht. Ja? Aber wenn ich das ein bisschen überzeichne, sehen wir, wie verkehrt das ist, diese Sichtweise. Wenn du Schulden hast, hast du Schulden. Jemand anders muss die Schulden bedecken, sonst geht es nicht, sonst hast du Schulden. Ja?
so wie jemand redet über sein Versagen, über seine Schuld und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und was ich schon ein bisschen eher hätte sagen müssen in Bezug auf das Versagen, gleich von Anfang an beibringen, ja, keine Verdammnis zulassen. Es gibt so eine religiöse Schiene, wo man denkt, Verdammnis hilft uns jetzt besonders ernsthaft zu sein und man gönnt sich selber so eine Runde Verdammnis. Ja, und bestraft sich selber damit. Wer sich selber bestraft, lebt nicht aus der Gnade. Weil Gnade ist, die Strafe liegt auf ihm. Du wirst von Gott nicht bestraft und du darfst dich auch selber nicht bestrafen. Wenn ich mich selber bestrafe, heißt das, ich will bezahlen. Das ist das Gegenteil von Gnade. Ja? So, manche Schübe von Verdammnis sind sogar gewollt und selbst herbeigeführt, weil man irgendwie die Idee hat, wenn ich jetzt so richtig zerknirscht bin und richtig am Boden bin und richtig mir mal so eine schlechte Zeit gönne, dann werde ich ernsthafter, dann werde ich entschiedener. Das hilft mir in der Heiligung. Verdammnis kommt vom Teufel und nichts vom Teufel hilft in der Heiligung. Ja, das ist ein schrecklicher Irrtum. Ja, so ist es notwendig, an Vergebung zu glauben und dann sich zu verhalten, als hätte Gott dir vergeben. Und das heißt, fröhlich deine Hände heben und Gott anbeten und nicht dieses, ja, jetzt habe ich gesündigt, jetzt kann ich ja nicht jetzt zum Herrn kommen, jetzt muss ich erstmal eine Weile auf Abstand gehen. Das sind alles diese Selbstbestrafungsmechanismen, das muss alles aufhören, das darf aufhören, Halleluja, besser ausgedrückt, ja. So, anderer Bereich, wo gibt es seelische Beziehungen? Zum Beispiel falsche Abhängigkeiten zum Vater. Der Vater will, dass ich den Betrieb übernehme und ich habe Angst, ihm zu sagen, dass ich das eigentlich gar nicht will, aber ich will ihn nicht enttäuschen und dann tarne ich das für mich selber auch noch als Elternehren und in Wirklichkeit habe ich nur Angst zu sagen, du, das ist nicht mein Weg, Gott führt mich anders. Ich habe Angst vor dem Konflikt, ich habe Angst vor Spannungen oder Liebesentzug oder irgendwas. Seelische Abhängigkeiten, das kann zu den Eltern sein, das kann in der Ehe sein, das kann gegenüber Freunden sein, ja, wo man sich vorsichtig verhält und nicht das tut, was die Bibel sagt, die Wahrheit in Liebe sprechen. Und solche Abhängigkeiten müssen entdeckt werden, müssen gekappt werden. Das ist, was Jesus sagt, wer Vater, Mutter oder Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wir leben nicht unser Leben, um die Erwartung von Menschen zu erfüllen. Wir gehören jetzt Gott und wir sind für eine Sache da, die Erwartung Gottes zu erfüllen. Und wenn dein Vater oder dein Ehemann darüber enttäuscht ist, dann wird Gott sich darum kümmern. Du darfst nicht Enttäuschungen vermeiden durch Ungehorsam. Das kann nicht sein. Du bist dafür nicht verantwortlich. Der Wille Gottes ist gut für alle Beteiligten. Und wenn die Ehefrau einen geraden Weg geht und der Mann ist nicht bekehrt oder der Mann ist irgendwie religiös, dann wird sie nicht um seinetwillen Kompromisse machen. Ja? Denn je klarer sie ist im Geist, umso vollmächtiger werden ihre Gebete sein, umso schneller wird dieser Mann überführt werden vom Heiligen Geist und sich bekehren. Je mehr Kompromisse sie macht, umso mehr steht sie dem Wirken des Heiligen Geistes zur Errettung ihres Mannes entgegen. So, das sind falsche Konzepte von Unterordnung. Ja? Und Frauen haben dann das Gefühl, ja, mein Mann will nicht, dass ich meine stille Zeit mache, weil der eifersüchtig ist auf Jesus. Ja, dann darf ich das nur machen, irgendwie, wenn er gerade außer Haus ist, zum Angeln oder so. Nein. Diese Abhängigkeiten müssen durchbrochen werden. Und es ist einfach absolut gesund zu sagen, Schatz, du hast schon gesehen, seitdem ich mit Jesus gehe, ich bin eine bessere Ehefrau, so bitte, das brauche ich. Ich brauche in die Gemeinde zu gehen, ich brauche Gemeinschaft zu haben und ich brauche meine Zeit am Morgen mit dem Herrn und das ist so. Und du hast kein Recht, mir das zu nehmen und sonst wird Gott sich mit dem beschäftigen. Oder Abhängigkeit zu geistlichen Leitern, auch so etwas gibt es, ja. Ja. Wo sind aktuelle Probleme, die unser Jünger jetzt im Alltag hat,
auf der Arbeit oder in der Gemeinde mit anderen Menschen? Wo ist da ein Muster? Wo kommt das her? Gibt es nicht solche Dinge schon von vor 30 Jahren in der Kindheit? Ja, da sind schon diese Muster angelegt. Das sind alles Dinge, auf die wir achten und wo wir Ausschau halten. Ja? Und hat er das gelernt oder ist er dabei, das zu praktizieren, wenn er versagt hat gegenüber Menschen, sich falsch benommen hat, hässliche Worte benutzt hat, blöde Witze oder weiß ich nicht was, geht er hin und bittet um Vergebung. Darauf bestehen wir. Er muss hingehen. Ich bin an dir schuldig geworden. Das war nicht richtig, was ich getan habe, was ich gesagt habe. Bitte vergib mir. Darauf werden wir achten. Wir werden fragen, ja, da war jetzt dieser Konflikt, was hast du gemacht? Ja? Und gerade am Anfang, wer das noch nie gelernt hat, für den ist das ganz, ganz, ganz schwer, hinzugehen und sich zu demütigen. Ja? Und da kann man die interessantesten Ausreden erleben. Ich weiß, als junger Christ war ich gegenüber einer Arbeitskollegin total daneben. Der Herr sagte, du musst hingehen und um Vergebung bitten. Und ich habe gesagt, die ist doch gar kein Christ, das versteht die doch gar nicht. Das war meine Ausrede, ja, damit ich jetzt nicht gehorsam sein muss. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Jeder Mensch versteht, dass du an ihm schuldig gegangen bist und er versteht, bitte vergib mir, das war nicht in Ordnung. Das versteht jeder Mensch. Ja. So, das ist wichtig, dass wir schauen, wie geht der mit solchen Konflikten, wie geht der mit seinem Versagen um. Ja. Und das kriegen wir immer raus, indem wir nachfragen. Der erzählt hat, Stress gehabt, so nennt er das, ja, in Wirklichkeit, er hat gestritten, er war zornig, ja, er sagt einfach, er hat Stress gehabt, ja, ich sage, wie sah dieser Stress aus und wer hat den Stress angefangen und bitte beschreib mir mal genauer, was da los war, wir fragen nach, ja, wir wollen wissen, was da wirklich gewesen ist und so können wir dann auch konkrete Anweisungen geben. Ganz schnell noch hier ein paar Punkte. Mit welchen Menschen umgibt er sich eigentlich? Wer sind die, mit denen er Zeit verbringt? 1. Korinther 15, 33. Lasst euch nicht irreführen, schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. Ein Anfänger-Christ kann und wird nicht wachsen, wenn seine Freundschaften mit anderen lauen Christen ist. Das wird nicht funktionieren. Auch wenn er sagt, ja, ich liebe dich, ich will denen jetzt vom Herrn was sagen. Nein, das ist nicht dran. Du bist jetzt nicht der, der andere auf den richtigen Weg bringt. Du bist der, der selber auf den richtigen Weg gebracht wird. Und die anderen werden dich runterziehen. Nicht du willst sie hochziehen, die anderen werden dich runterziehen. So, das geht überhaupt nicht, dass ein Anfänger-Christ Zeit verbringt, Gemeinschaft hat, Freunde hat mit Menschen, die im Kompromiss leben, die lau sind. Das geht überhaupt nicht. Ich rede jetzt nicht von Elternehren oder diesen Dingen. Ich rede von freiwillig Zeit verbringen. Ich rede nicht von angeordneten Familienfeiern, wo unser Jünger hingeht. Ach, die sind ja alle nicht gläubig. Dann gehst du dahin und bist ein Licht. Und du wirst nicht diskutieren über die katholische Kirche. Du wirst da sein und du wirst lieb und freundlich und höflich sein. Du wirst ein Vorbild sein. Und ich sage dir, du wirst da nicht anfangen zu diskutieren über die Irrtümer der katholischen Kirche. Das ist überhaupt nicht dran. Wir sind streng. Wir stellen die Regeln auf. So, mit welchen Leuten umgibt er sich? Ja? Medienkonsum, Fernsehen, ja? Internet. Was sind das für Inhalte? Wofür braucht er das? Was bewirkt das? Ist das etwas, was ihm wirklich weiterhilft? Ja? Okay, anderer Punkt. Auf eine normale, natürliche, nicht aufgesetzte, unechte Art und Weise im Alltag Jesus bekennen. Seine Studienkollegen, seine Arbeitskollegen, sein Nachbar muss wissen, dass er Christ ist. Das muss er wissen. Ich rede nicht von hingehen und predigen, sondern es muss einfach aus, und es gibt tausend Anlässe im Gespräch zu sagen, ja, das sehe ich anders und ich denke jetzt so und das sind meine Werte und ich glaube jetzt an Jesus und ich folge Jesus nach. Ganz natürlich, ohne dem anderen irgendwas aufzudrücken, aber zu sagen, da stehe ich. Seine Umgebung muss wissen, dass er Christ ist. Das ist absolut wichtig, dass er da nicht kneift. Ja? Oh, hier ist noch ein interessanter Punkt. Schulden. Hat er Schulden? Und wenn er Schulden hat, wo kommen die eigentlich her? Und was gedenkt er mit diesen Schulden zu tun?
Ja? Und du wirst feststellen, wenn du ein bisschen tiefer bohrst, Schulden haben fast immer etwas zu tun mit einer verkehrten Denkweise. Man denkt zum Beispiel, ja, wenn das jetzt das Gehalt ist aufgebraucht, ach, da ist ja noch die 6.000 auf dem Dispo. Da ist gar nichts, du hast gar nichts, das sind Schulden, das gehört dir nicht. Ja? Und es fällt so leicht, Schulden zu machen, weil es so leicht fällt, sich zu belügen. Man gibt Geld aus, was man nicht hat. Das ist eine Lüge. Ich gebe Geld aus, was ich nicht habe. Ja, wie geht denn das? Ja? Also das muss unser Ziel sein. Der wird schuldenfrei, unser Jünger, und zwar sehr, sehr schnell. Und wenn er dann Gott ehrt mit den Finanzen, dann wird Gott auch Gnade schenken und er soll schuldenfrei werden. Ich rede jetzt von Schulden, die man gemacht hat, weil man die Karibikreise gemacht hat und dies und das und jenes und sich ein Auto gekauft hat, was 2 Zylinder mehr hat, als eigentlich nötig gewesen wäre. Und solche Geschichten. Ja? Ich rede nicht von einem Geschäftsmann, der jetzt erweitern will und muss einen Kredit aufnehmen, um da eine Startfinanzierung. Ich rede nicht von sowas, ja, sondern ich rede von verantwortungslosem Umgang mit dem Geld. Und da schauen wir hin und wir erklären, wie das ist mit Schulden und was das für eine Last ist und dass das keine gute Haushalterschaft ist. Teilnahme am Gemeindeleben, praktisches Dienen. Was tut er praktisch und trägt in der Gemeinde bei? Ein guter Start wären die Klos. Das sind meistens eine unterbesetzte Stelle. So, hier bin ich. Ich nehme jetzt Verantwortung für die Toiletten und ich werde dafür sorgen, dass es absolut hygienisch, einwandfreie, wohlduftende Toiletten gibt zu jedem Meeting. Das ist jetzt mein Dienst an der Gemeinschaft. Und er tut das für den Herrn. Alles, was wir tun mit Worten oder Werken, tun wir im Namen des Herrn. Geben des Zehnten natürlich, ja. Okay, so. Wenn Hausaufgaben nicht gemacht werden, wollen wir wissen, warum. Und wenn diese Gründe nicht akzeptabel sind, dann drücken wir das raus und sagen, du, so geht das nicht. Ja? Es gibt Gründe, wo das dann irgendwie nicht ging, einfach höhere Gewaltumstände, war auf Intensivstation eine Woche lang, alles klar. Ja? Aber ich rede davon einfach, ach, war nicht so wichtig oder ich hatte ganz anderes zu tun. Du, ich habe ein ganz neues, tolles Buch gefunden, das musste ich unbedingt durchlesen, da hatte ich dann für deine Hausaufgaben keine Zeit. Sowas akzeptieren wir nicht. Wird auch kein Lehrer akzeptieren. Ich konnte die Hausaufgaben nicht machen, weil da war ein spannender Film und das musste ich unbedingt zu Ende gucken. Sowas geht nicht. Ja? Wenn wir das immer wieder erleben, dass Hausaufgaben nicht gemacht werden, dann müssen wir ein Grundsatzgespräch führen. Hast du verstanden, was Jüngerschaft ist? Hast du verstanden, dass du diesen Anweisungen Folge leisten sollst? Willst du das überhaupt? Wenn du das willst, dann bitte zeig mir das, indem du diese Termine, die wir haben, ernst nimmst, indem du deine Hausaufgaben ernst nimmst. Und wer das stur lässt und irgendwie denkt, ach, das ist so eine Sache am Rande, da kann der Punkt kommen, wo wir sagen, du, ich glaube, es ist besser, wir legen das ganze Jüngerschaftsverhältnis mal auf Eis. Du überlegst in Ruhe, was du möchtest und wenn dir klar ist, was du möchtest, dann kannst du dich melden und dann können wir weitermachen. Wir lassen uns da nicht irgendwie an der Nase rumführen. Ja? Am besten immer an dieses Beispiel denken, Geselle und Lehrling. Was ist da normal und das ist bei uns auch normal. Ja? Dann sind wir auf der richtigen Seite. Ja? Und wenn es dazu kommt, dass wir ein Jüngerschaftsverhältnis abbrechen wegen Verantwortungslosigkeit, wegen Ungehorsam, dann tun wir das in Liebe und wir bestrafen nicht mit Liebesentzug. Und dann beten wir für die Person und tun Fürbitte, dass der Heilige Geist kommt und kann überführen und dann, wenn dann Buße da ist, dann geht es umso besser dann weiter. Okay, das waren so einige praktische Hinweise, die Zeit ist längst um. Ich wollte euch ja noch Zeit geben für die Boutique. Also, das waren die praktischen Dinge. Denkt an das Konzept, das ihr bestellen könnt. Und ansonsten dann frohes Schaffen als Jünger und als Jüngermacher. Herr, wir danken dir, dass deine Worte funktionieren, dass du Menschen trainierst, dass du Menschen ausbildest, die dich kennen und die lernen, für dich zu brennen, die lernen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben. Und Herr, ich danke dir für deinen Segen, den du hier gegeben hast in diesem Seminar. Und ich danke dir für jeden einzelnen Teilnehmer.
Und wir erwarten, wie wir das dir schon gesagt haben, Frucht, langfristige, anhaltende Frucht aus diesem Seminar. Und wir preisen dich, dass du wachen bist über dein Wort. Und wir ehren dich. Halleluja. Und dein Reich möge vorwärts kommen. Und das, was heute eine kleine Mehrheit tut, Jünger machen, morgen wird es Standard sein. Morgen wird es Mainstream sein. Und wir danken dir dafür, dass wir jetzt schon dabei sein dürfen. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Ja, wo fange ich an? Ich fange eigentlich schnell mal ganz vorne an, weil wir heute Mittag ja nochmal gehabt haben mit Hausgemeinde. Ich fange ganz kurz von vorne an. Wir waren als Ehepaar in der FEG. Wir hatten einen Hauskreis, bestehend aus 5 Leuten und haben uns regelmäßig zum Gebet getroffen. Der Herr hat uns damals ganz am Anfang Offenbarung gegeben über, wo geht die Reise gerade gemeindetechnisch hin mit Ökumene und dem Ganzen, was sich da gerade so formiert. Und dann hat uns der Herr gezeigt, wo unser Platz ist, nämlich der Platz, wir haben uns für Jesus entschieden, für die Wahrheit entschieden. Und so hat er uns rausgerufen aus verschiedenen Gemeindesystemen und hat uns rausgerufen. Und wir haben dann Hausaufgaben gemacht, haben Gemeindebau gelesen von Hartwig, haben den Reset-Knopf gedrückt, das heißt, alles Religiöse einfach mal löschen und schauen, wie sieht der Herr wirklich neutestamentliche Gemeinde. Und haben dann gestartet 2012 im Wohnzimmer bei uns zu Hause mit dem Gottesdienst. Da ging es dann los und relativ schnell wussten wir, wie es Hartwig heute schon angedeutet hat, als Nichtse, wir sind keine Theologie studierten Menschen, sondern einfach nur ganz einfache Leute, die im Wort lesen und nach der Wahrheit suchen. Wir brauchen definitiv einen apostolischen Dienst. Und haben dann mit Hartwig telefoniert und er hat gesagt, jawohl, ich mache das, auch wenn ihr nur jetzt am Anfang 5 oder 8 seid, total egal, ich werde kommen und ich mache das für euch. So, und dann waren wir sehr, sehr dankbar und bekamen praktische Anleitung, was für uns die nächsten Schritte sind. Und eins der ersten Schritte war, oder auch der ersten Predigten war, wie funktioniert Gemeinde, Hartwig kam und lehrte uns, was ist überhaupt Gemeinde. Ja, auch das denkt man, man weiß, was ist Gemeinde, aber was ist Gemeinde, wie es die Bibel sagt, durften wir dann lernen, was sind die Prioritäten, wo der Herr wirklich auf unser Herz schreiben soll. Und das war, dass der Herr groß wird in der Gemeinde, dass die Gegenwart Gottes zunimmt, dass wir ihn groß machen, dass wir keine Kompromisse mit der Wahrheit eingehen. Und das durften wir dann Stück um Stück lernen und dann eben aber auch das Thema Jüngerschaft. Und dann ging es bei uns los, dass mein Mann bewusst geworden ist, dass Männer andere Fragen und andere Anliegen haben wie Frauen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann wird es einen Männerkreis geben, es wird einen Frauenkreis geben. Die Männer treffen sich am gleichen Tag wie die Frauen. Und die Männer gehen Themen durch. Ja, wir haben studiert die Furcht des Herrn, die neue Identität in Christus. Ja, in dem Männerkreis, in den Frauenkreisen, haben darüber gelesen, haben uns ausgetauscht. Und dann kam auch noch hinzu, dass es heißt, Jünger bekennen einander die Sünde. Dann hat's das wirklich, haben wir das in die Tat umgesetzt und in den Männerkreis und in den Frauenkreis haben wir angefangen, gerade die Männer sind da Vorreiter, also da sind wir Frauen leider noch ein wenig weit zurück. Aber die Männer bekennen einander die Sünden einmal im Monat und da wächst was. Das ist so ein Segen, was da wirklich, wenn man es in die Tat umsetzt, wenn das nicht nur Show ist und nicht nur Sonntag ist, sondern wenn das wirklich Verbindlichkeit ist. Wenn das Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit ist, wo uns da hereinführen will, dann wird es hart, aber es wird gut und es wird heilsam.
Und ja, das ist also dann Frauen- und Männerkreis hat es dann gegeben. Und zusätzlich, wir haben uns schon als Gebetskreis immer donnerstags getroffen, den haben wir natürlich beibehalten. Das heißt, wir treffen uns also praktisch fix dreimal in der Woche. Dienstags Frauen-Männerkreis, donnerstags Gebet, Sonntag Gottesdienst. Und das fand bei uns zu Hause im Wohnzimmer statt, jeden Sonntag Gottesdienst. Und Frauen- und Männerkreis entweder bei uns zu Hause oder in den Häusern. Dann hat der Herr noch dazu uns wirklich ermutigt, auch durch schwere Phasen hinzu, die hinzugekommen sind, dass wir in eine Fastenzeit gehen. Dann haben wir Fastenwochen gehabt als Gemeinde, wo wir uns täglich in den Häusern getroffen haben und haben gefastet. Haben Lobpreis gemacht, sind in die Anbetung gegangen und haben gehört, was hat der Herr dran, was hat der Herr, was will der Herr, wo will er Veränderung bringen. Es war sehr, sehr segensreich und ist es wieder, wir werden jetzt demnächst wieder in der Gemeinde gemeinsame Fastenwoche haben. Und das, was auch Hartwig lehrt, ist, ich will es einfach nur als Zeugnis geben, es ist machbar. Es heißt, in einer Gemeinde sind, die besteht aus Jüngern. Das heißt, es sind alle von Neuem geboren. Es sind alle getauft, haben Buße getan und sprechen in neuen Sprachen. Und diese Einheit dürfen wir erleben. Diese Einheit schweißt uns zusammen. Und auch da, wir haben Fehler gemacht und haben auch mit Menschenfurcht noch gekämpft und haben gedacht, okay, Mensch, der ist schon länger im Glauben. Und ja, aber wir haben Lehrgeld bezahlt. Und jetzt ist wirklich so, dass wenn jemand zur Gemeinde hinzukommen möchte, egal wie lang der im Glauben ist, er wird zuerst einen Jüngerschaftskurs machen. Er wird zuerst, wir machen es in Zweierschaft, Mann mit Mann, Frau mit Frau, wo wir dann in das Thema reingehen, wo wir Zeit miteinander haben, wo nochmal Buße stattfinden kann, das meistens in den Gemeinden einfach nicht gelehrt wird. Da werden die Leute getauft, die kriegen einen Alpha-Kurs, da wurde nie Buße getan. Ja? Und wie heilsam ist diese Buße? Wie heilsam ist es, wenn der Mensch wirklich weiß, was ist denn da dran? Was muss ich in meinem Leben noch ausräumen? Ja? Und die Menschen sind teilweise einfach schon gläubig, in Anführungsstrichen, aber Buße hat nie stattgefunden, weil es nicht gelehrt worden ist. Das sagen Pastoren, ach bei euch, wir wissen ja, kennen wir euch ja, ihr braucht es gar nicht. Solche Sachen haben wir erlebt und wenn dann da wirklich Buße kommt, dann kann Heilung stattfinden und das erlebt man jetzt in Familien, wo einfach die göttliche Ordnung, das ist das, wo der Herr gezeigt hat, Gemeinde funktioniert nur, wenn wir nach den göttlichen Ordnungen uns ausstrecken und auch wirklich alles dran setzen, dass wir diese Leben in der Gemeinschaft, in diesem Nachfolgen in Wahrheit und im Geist. Und genau, ist es noch irgendwas? Gemeinderäume, genau. Wir haben dann 2012 Weihnachten der erste Gottesdienst, dann haben wir lange Zeit in unserem Haus diesen Gottesdienst gefeiert. Der Schlüssel steckte außen. Es konnte kommen, wer möchte. Aber es waren nicht Gemeindemitglieder. Die kommen dürfte jeder natürlich gerne. Und auch da durften wir lernen, Menschenfurcht abzulegen. Weil auch am Anfang, wir waren gehemmt, in Sprachen zu singen. Wir waren gehemmt, wirklich, wenn dann Gäste kommen, dass wir echt sind, ja. Aber es ist so befreiend, wenn die Menschenfurcht in dem Bereich fällt und du dann trotzdem in deinem Wohnzimmer in Sprachen singen kannst und der Heilige Geist da fließen. Und wenn wir noch eine halbe Stunde länger Lobpreis singen, dann singen wir noch eine halbe Stunde länger und müssen nicht auf die Uhr schauen und sind da einfach völlig frei. Und ja, das haben wir erleben dürfen, genießen dürfen. Es haben sich Menschen bekehrt. Wir haben in unserem Garten getauft. Ein Zeugnis noch von meinem Mann, der Bruder mit seiner Frau, da hat mein Sohn extreme Fürbitte dafür getan, ja, auch mein Mann und ich evangelisiert, aber gerade unser großer Sohn hat dafür wirklich in Fürbitte dafür gekämpft und die Frau war in der Esoterik, ja, und hatte ihre eigene Heilerpraxis und dann hatten wir ein Treffen und Hartwig war da und
in dieser Lobpreiszeit bekam der Heilige Geist stand auf und sagte, Mensch, lasst uns jetzt bitte alle wirklich für dieses Ehepaar Achim und Nicole beten, dass der Herr die berührt. Und dann haben wir alle in Sprachen gebetet und als wir durch waren, sagte Hartwig, also er hat jetzt vom Herrn so, die werden genau in einem Jahr werden die da sein. Und wisst ihr was, genau so war es. Die waren keinen Tag früher und keinen Tag später. Die kamen genau an dem Abend und die waren da. Und der Heilige Geist hat berührt und Tränen sind geflossen. Und die kamen das ganze Wochenende, haben am Sonntag da eine Taufe miterlebt, die stattgefunden hat bei uns. Und 2 Wochen später hat mein Mann nochmal das Evangelium ihnen bringen wollen. In dem Moment kamen Gewitterwolken über diese Ortschaft und haben 3 Stunden über diesem Ort hat es geregnet. Das Hochwasser war bis unten. Ja, die hatten unten eine Ferienwohnung und oben die Heilerpraxis und in der Mitte wohnten die. Und diese Regenwolken kamen und die ganze Ferienwohnung war unter Wasser und Laminat schwimmend verlegt hat neue Begriffe, indem dass es wirklich geschwommen hat. Und die ganze Gemeinde hat dann ausgeräumt. Und dieses Haus wurde vom Keller bis zum Dach wurde das durchflutet und durchspult. Und Achim und Nicole haben sich nicht abhalten lassen und sind zum Herrn durchgebrochen. Ja, die Heilerpraxis wurde ausgeräumt. Die Buddhas wurden kopflos, die Klangschalen wurden zerdeppert. Und die Bücher wurden verbrannt. Und der Segen ist geflossen. Durch Nicole kam die nächste Frau, die hier sitzt, zum Glauben. Unsere Doris, sie kam zum Glauben. Die Tochter von Doris kam zum Glauben. Auch da wieder Buße, Taufe. Und so ging es weiter. Einfach durch Leben. Das war nicht Aktionismus. Und es war nicht, wir gehen wohl auf den Hesselberg und machen da auch Lobpreis. Und ja, wir sind lebendig. Aber durchs Leben, durch Echtsein. Ja, kommen Menschen zum Glauben, die Gemeinde ist gewachsen. Letztes Jahr im Mai sind wir dann in neue Räume gezogen und der Herr hat uns gesegnet. Wir haben jetzt eigene Räume, die sind zwar jetzt nicht überdimensional groß und wenn Hartwig nächstes Jahr kommt, dürfen wir wieder ausweichen, dass eben noch mehr Leute reinpassen, aber wir sind unabhängig, wir sind eigenständig. Wir sind noch nicht mal ein eingetragener Verein, aber der Herr hat uns gesegnet. Und wir können ein Segen sein mit dem, wo wir unterstützen können, wo wir dienen können und wo wir miteinander zusammenwachsen können. Ich will euch einfach ermutigen, in der Zeit jetzt, wo sich Hure und Braut einfach formiert, dass ihr wirklich sagt, boah, ich sage, ich liebe Jesus, ich liebe die Wahrheit. Und wenn ich sage, ich liebe Jesus, und er sagt, seid meine Jünger, ja, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, dann ist alles dabei. Und dann sind Kompromisse das Tödlichste, was euch jetzt passieren kann. Und wenn ihr einfach merkt, es ist jetzt Zeit, wirklich was Neues zu starten, der Herr stellt sich dazu. Bloß die Kompromisse sind der Tod. Die Kompromisse mit der Wahrheit, die können wir uns als Christen einfach nicht erlauben. Und auch Kompromisse in Jüngerschaft. Es ist so wichtig, dass Jünger sind, dass die danach feststehen. Hat wie gesagt, boah, am Anfang ist es das Fleisch. Wir haben meistens jetzt noch mit dem Fleisch zu kämpfen, aber es kommt danach noch was Heftigeres. Und wenn wir keine Jünger sind, dann haben wir mit dem Fleisch schon Probleme. Und ja, ich möchte euch da einfach ermutigen. Es ist nicht einfach, aber der Herr ist größer und der Herr segnet Gehorsam. Und der Herr segnet wirklich, wenn ihr euch zur Wahrheit stellt und wenn ihr wirklich sagt, ich möchte es halten, wie es der Herr in seinem Wort sagt, neutestamentliche Gemeinde. Und da gehört es dazu, auch das vielleicht noch, wir haben noch keine Ältesten. Wir haben als Ehepaar angefangen und dann wurden es mehrere Leute und wir haben gesagt, boah, es wird zu viel, wir brauchen Unterstützung. Wir sind jetzt ein Leitungsteam von noch einer Frau, das ist die Claudia, und von einem Mann, Lehrer, der Johannes. Und wir sind zu 4. Leitungsteam. Und wir sind eines Sinnes und es ist gesegnet. Und es wird so lange vom Herrn einfach dieses Leitungsteam bestehen, bis Hartwig Älteste einsetzt. Und so lange sind wir einfach dankbar und glücklich und dürfen dienen. Und irgendwann wird es Älteste geben. Und ja,
Genau. Das ist einfach für uns jetzt das, was wir so erleben dürfen. Und genau.